So, hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ja, ich hatte noch mal kurz das Spiel ausgemacht gehabt, weil ich ja in der letzten Folge niesen musste und das war dann ein bisschen unpraktisch. Ja, und jetzt bin ich wieder rein ins Spiel und schwupp sind die Zombies weg. Ich mag sowas nicht, ne? Wenn die Zombies wieder weg sind nach einem Start, dass die sich einfach nicht speichern. Ich hoffe wirklich, dass sich das auch noch ändert in der Alpha 15. Das ist immer wieder blöd. So, habe ich jetzt auch noch gar nicht dran gedacht gehabt, muss ich dazu sagen. Aber naja, ich hoffe, also der Airdrop, der speichert sich ja auf jeden Fall. Das ist das Gute. Und Zombies gibt es ja genug. Also, schauen wir mal drüber hinweg. No. Darum haben wir schon dicker. Ja, dass die Zombies natürlich tagsüber noch rennen, das ist natürlich aktiv. Falls ihr jetzt neu eingeschaltet habt bei meinem Kanal. Bei mir rennen die Zombies am Tag schon. Hinter uns ist auch ein rennender Zombie. Also so ein. Deswegen werden wir da mal nicht lang gehen. Komm, wir machen das mit der Keule. Clever mit der Keule, ne? Die Dicken halten einfach zu viel aus irgendwie. Aber die Schneezombies sind ja noch schlimmer. Die halten ja noch mehr aus. Der rennt irgendwo hin. Wo rennt er denn hin? Warte mal, hier watschelt auch einer. Wo rennt er denn jetzt hin? Sag mal. Keine Ahnung. Aber der Airdrop müsste eigentlich hier in die Richtung irgendwo gelandet sein. Glaub ich. Gehen wir mal hier oben auf den Berg, weil so weit ist der eigentlich gar nicht weggeflogen, glaube ich, ne? Das war mehr oder weniger so hinter unserer Base. Also irgendwo hier müsste der liegen. Wenn ihr ihn seht, einfach schreien, ne? Irgendwo müsste er sein. Er wird doch nicht in der Stadt gelandet sein, oder? Kann natürlich auch sein. Da drüben steht er, wa? Ne, das ist ein Reh. Aber das ist die Stadt, die wir kennen. Naja, das. Nee, finde ich jetzt echt so nicht, die Kiste. Schade. Naja, die wird bestimmt hier in der Stadt gelandet sein. Aber wir wollten uns ja auch noch um Fleisch uns kümmern. Ein bisschen haben wir noch. Aber das reicht ja auch nicht. Das ist ja gleich weggefuttert. Wir können uns mal einen neuen Bow bauen. Ich glaube, da würden wir jetzt schon einen besseren kriegen. Ja. Gut. So. Hier haben wir noch ein paar Autos. Können wir auch mal uns angucken, die Autos. Oh, Reifen. Aber das sind nur keine guten Reifen. Kommen die schmeißen wir weg. Da finden wir überall bessere Reifen. Ducktape. Ah, und das ist jetzt hier natürlich wieder dieses blöde Biom, wo uns gleich wieder kochend heiß sein wird. Aber wir machen es einfach mal. Ich will die Kiste. Weil da ist bestimmt Antibiotika drinne. Und wieder mal ein paar First Aid Kits. Wir haben nämlich jetzt auch nur noch zwei. Von daher, diese Kiste wäre schon wichtig, ne? Die wäre schon recht wichtig, die Kiste. Ein
nur, die ist doch im Grunde genommen. Warte mal, wir müssen uns das hier mal auf der Karte angucken. Also wir waren irgendwo hier. Und wenn wir bei der Bay, dann müsste die Kiste eigentlich hier sein, ne? Nee, warte mal, wir waren hier, ne? Ja, also die muss hier irgendwo sein. Hier muss die irgendwo sein. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Gleich zwei. Echt gut, dass wir schon eine richtig gute Waffe haben. Für Nahkampf. Wo die gleich mal einen auf den Kopf kriegen und zack, umfallen. Das ist sehr wichtig. So, die Knochen sammeln wir jetzt nicht ein. Das ersparen wir uns jetzt mal. Hier brennt man doch drauf. Oh, das waren mal Federn. Gut. Sag mal, seht ihr irgendwo diese Kiste? Der muss doch hier irgendwo sein. Ich glaube nicht, dass sie hier hinten ist, ne? Noch ein Vogelnest. Boah. Das ist hier mal ein Berg, ja? Nee. Keine Ahnung. Also hier will ich nicht runterfallen. Das steht schon mal fest. Schade. Die Kiste ist weg. Ich würde sagen, wir gucken jetzt noch mal kurz da in der Stadt. So angrenzend. Wir gehen jetzt da nicht in die Stadt rein. Aber angrenzend können wir ja mal gucken. Ob die Kiste hier irgendwo gelandet ist. Das ist schon mies, ne? Das ist verdammt mies. Ach, ein kleiner Crawler. Schön, dass sie nicht rennen können. Das ist immer schön. Das sind so fast meine Lieblingszombies. Aber nur fast. So, hier haben wir die Tankstelle. Kann das hier vielleicht irgendwie sein? Auch nicht, ne? Nee. Hier sind wir bei dem Haus wieder, wo wir gelootet hatten. Wir jetzt alles da wieder in die Kiste rein. Alles Überschüssige, da wissen wir ja auf jeden Fall, dass die Kiste da ist, dass da so ein bisschen Krimskrams drin ist. Und ja, das wissen wir dann halt. Duct Tape, die Eier können da rein. Den Kaffee wollten wir behalten. Das Katzenfutter schmeißen wir auch mit rein. Die Knochen auch mal. Und das Brass kann auch erstmal rein. Genauso wie die Rohre. Das brauchen wir jetzt nicht alles mitschleppen. Mal. Schade, wir finden echt die Kiste nicht. Das ist mies. Das ist mies. Ich habe mich so gefreut auf die Kiste. Aber gut, wir haben ein paar Federn einsammeln können. Das ist auch sehr wichtig. Wir haben ein bisschen Fleisch haben wir eingesammelt.
Ein bisschen Wood haben wir auch. Was das angeht, warte mal. Was bauen wir mit diesem Flacheisen? Naja, da sollten wir vielleicht uns mal eine neue bauen. Na komm, Hühnchen, wo bist du da? Komm, wir brauchen deine Federn. Zick hier näher rum. Sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Bisschen Fleisch und ein bisschen Federn. Wie viele Federn haben wir? Naja, 37. Dann kriegen wir ja langsam mal wieder 100 Schuss hin, ne? Wenn ich das so sehe. Wir haben, ja. Juhu, wir kriegen mal 103 Schuss. Laufen wir einfach hier noch ein bisschen rum, weil hier sind auch Vogelnester. Und die sind ja eigentlich, ist da ja immer viel drin. Ich weiß nicht, hier in dem Biom, dem Verbrannten, da bin ich immer der Meinung, da findet man am meisten Federn. Und eventuell ja vielleicht noch eine Supportkiste. Wäre nicht schlecht. Ihr könnt ja mal eure Meinung sagen, aber ihr habt ja gesehen, in der einen hier 24, 19, da hinten waren glaube ich 13 oder sowas. Also, ich bin immer der Meinung, dass man hier mehr Federn findet. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch der Meinung seid. Pass mal auf, hier sind auch Federn. Siehst du? 10. Macht euch einfach mal die Mühe. Schreibt mal rein. Ein Ei. Okay, könnt ihr vergessen, braucht ihr nicht reinschreiben, hier gibt es keine Federn. So. Ah, da rennt einer. Da rechts jetzt auch. Au, au. Also ich muss mal sagen, wenn das hier so weitergeht, ja, dann verlieren wir irgendwann unsere First Aid Kits, auf jeden Fall. Wo schieße ich eigentlich hin, frage ich mich gerade. Das Doofe an den Zombies ist ja auch noch, dass sie dich, ich schieße irgendwie ganz komisch gerade, oder? Kann das sein? Schon mal aufgefallen? Das Doofe ist ja wirklich, dass man von den Zombies brennt. Das mag ich ja überhaupt nicht. Feuer ist so ganz doof irgendwie. Ey, da haben wir aber einen Rückzug jetzt geschmissen hier, oder? Junge. Da sind wir ja echt weit zurückgerannt. Alter, Leute, jetzt hört mal auf hier, ey. Wir sollten das mal ändern mit Warrior, wa? Ich glaube, die sind ein bisschen zu stark. Ja, das hat ja wunderbar geklappt gerade. Ja, da sind wir ja echt weit zurückgerannt. Ja, und unsere Kiste haben wir einfach nicht gefunden, ne? Echt schade. Da, ich traue wirklich dieser Kiste nach. Ich habe wirklich gedacht, die wäre hier irgendwo. Aber wir bringen jetzt mal das Fleisch zurück. Weil wir stinken ja auch mächtig deftig. So nach totem Fleisch.
Aber nach leckerem Fleisch, ne? Das ist lecker, das ist so Baconfleisch, kannst du sagen, und sowas alles. Muss nur eben ein bisschen danach verarbeitet werden. Schmeißen wir mal rein. 11 Stück haben wir. Naja, immerhin, wa? Immerhin ein bisschen was. So, leeren wir uns hier mal ein bisschen die Taschen. Wir haben so viel Blödsinn bei, wenn wir da jetzt eh in diesen verbrannten Biom da rumrennen wollen, dann brauchen wir sowieso auch keine Klamotten wirklich, weil das macht uns eh nur dann Probleme mit der Hitze. Aber will ich wirklich unseren Schutz hier wegmachen? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ach so, ja, genau. Hier, das wollten wir uns neu bauen, weil ich bin der Meinung, wir können das auch schon besser. Guck mal, wir haben 400. Da können wir uns hier auch einen Amboss jetzt endlich mal bauen. Komm, dann machen wir hier erstmal die Türen zu. Warten wir mal kurz, dann bauen wir uns nämlich mal eine neue Keule. Weil die ist 202. Und unsere neue ist, stellen wir gleich fest. Na gut, dauert. Dauert einfach noch lange. Und dann können wir uns nämlich Eisenpfeile machen. Das wäre nämlich auch ziemlich schick. Kriegen wir 100 Eisenpfeile raus. Ja gut, ist nicht viel, aber immerhin, wa? Immerhin. So. Da siehst du. Schon wesentlich besser. Ja, dann reparieren wir hier mal das Haus so ein bisschen von außen. Da haben wir nämlich noch ein bisschen was zu machen. Und die Kartoffeln können wir auch einmal einpflanzen. Warte mal. Wie viel hatten wir jetzt? 3, ne? Dann machen wir wieder 3. Da reicht uns das. So, zack. Zack, zack. Wir wollen uns ja auch ein bisschen sicher uns wieder fühlen. So ein bisschen. Ja, und dann müssen wir irgendwie mal sehen, dass wir Eisen bekommen. Weil das ist ja wirklich eine echt große Mangelware hier bei uns. So. Ja, und da müssen wir natürlich jetzt auch irgendwie sehen, dass wir mal eine Bibliothek finden. Das war auch ganz wichtig, das First Aid Kit lernen. Moment, ich muss wieder husten. Damit wir uns da auf jeden Fall die First Aid Kits bauen können, weil die brauchen wir ja scheinbar doch ziemlich oft. So, machen wir das mal so. So, hier von den Blueberries können wir auch noch mal, boah, machen wir 2, wa? Sollte dann reichen. Und ach Quatsch, jetzt habe ich mich verklickt. Hier will ich rein. Die Ho, und davon machen wir jetzt auch mal erstmal hier so ein bisschen. Gut. Aber wenigstens ein bisschen was zum Einpflanzen jetzt, und wir können uns eventuell mal besseres Essen machen. Ist ja auch mal ganz wichtig.
gab mal eine Zeit hier in 7 Days, da hat man wirklich kein Fleisch mehr bekommen. Oder sehr selten. Vor allem, wenn man zu zweit oder zu dritt oder zu viert gespielt hat, da bist du fast verhungert. Das war auch noch eine schöne Zeit hier. Also, da musstest du wirklich Ackerbau hier betreiben. Weil ansonsten bist du ziemlich schnell mit deiner Gruppe verhungert. Heute ist es ja nicht mehr so wichtig, weil du findest ja fast an jeder Ecke was zu essen. Genauso wie Konservendosen und sowas alles. So, gut, dann haben wir das. Den Kaffee hatten wir ja auch eingepflanzt und das ist jetzt hier so schon mal zum Mampfen. Gut, dann wollten wir natürlich noch in den verbrannten Streifen rein. Lernen wir hier mal eben die Taschen und ja, dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Nee, das nicht. Das Bier behalten wir mal, das nehmen wir mal mit. Das kann hier bleiben, das kann auch hier bleiben. Gut, dann sind wir schon wieder fertig für den verbrannten Streifen. Das werden wir in der nächsten Folge dann machen, weil irgendwie müssen wir auf jeden Fall noch die Kiste suchen. Die wird ja irgendwo hier hinten, muss die ja sein. Geht ja nicht anders. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Für Skate 8-mäßig haben wir ja ziemlich viel heute verballert. Und ja, wir werden mal sehen, wie es in der nächsten Folge dann weiterläuft. Danke fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.